वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नीव संगत जी, हुई बहन दिन विया चौपाई उन्त दिन सैया उन चौपे साहिब und wir fangen an, wo wir letztes Mal aufgehört haben, führen das direkt fort mit Jobai. Jobai ist eine Strophe mit vier Versen und es geht los mit Sambat Satraha Sahasapanija. Sambat, wir werden das alles Wort für Wort durchgehen und erst am Ende den ganzen Abschnitt quasi auf Deutsch übersetzen. Die richtige Übersetzung. Aber jetzt gehen wir erstmal die Wörter nochmal durch. Also, Sambat heißt Ja. Also das Ja. Satraha heißt 17. Sahas heißt 100. Und Panija heißt Sagen. Ard heißt Halb. Sahas heißt 100. Hon heißt Dann. Din heißt 3. Kahija heißt Sagen. Padrav heißt, beziehungsweise Padrav ist der Monat Pado, was für uns im den Kalender, den wir im Alltag kennen, etwa von Mitte August bis Mitte September geht. So die Ashtami ist die achte Phase des aufgehenden Mondzykluses und Ravivara ist der Sonntag. Tirs Todrav ist oder sind die Flussufer des Satluj. Wir hatten das ganz am Anfang der ganzen Serie, dort wo Guru Gobind Singh Sahib Maharaj diese Bani verfasst hat. Und Granth heißt heilige Schrift und Sodara heißt korrigiert, aber hier auch vervollständigt. Also, das was wir gerade durchgegangen sind, Sambat Satraha Sahas Panija Ard Sahas Phun Teen Kehija Padrav Sudhi Astami Ravivara Tir Sutodrav Granth Sudara. Das heißt, die Bani Chaupai Sahib wurde am Sonntag im Monat Pado in der achten Phase des aufgehenden Mondes im Jahr 1753 Bikrami-Kalender fertiggestellt. Dies entspricht 1696 im gregorianischen Kalender, den wir auch im Alltag benutzen. Und jetzt kommen wir zum Sawiya. Sawiya ist auch eine Form einer Strophe und es beginnt mit Paingahe jabte tumre tabte kou aankh tere nahi aanyo. Pai sind die Füße. Gahe heißt hielt oder gehalten. Jabate heißt seitdem. Tumre heißt deinen. Tabte heißt seitdem. Kau heißt irgendjemand. Aak heißt Augen. Tare heißt unter. Nahi heißt nicht, Anio heißt kam oder gekommen. Also, seitdem ich deine Füße halte, habe ich niemandem mehr meinen Blick zugewandt. Ram Rahim Puran Quran Anek Kahan Mat Ek Na Mane. Ram heißt Ram, aber im Grunde das Wort an sich heißt der, der überall ist. Rahim heißt gnadenvoll. Quran, damit sind die Puranas, die Hindu-Schriften gemeint. Quran ist der Koran. Anek heißt viele. Mat, sorry, nochmal zurück. Anek heißt viele. Kaha heißt sagen. Mat heißt Lehre oder Theorie. Ek heißt ein. Na heißt nicht. Und Manu heißt Glauben. Also,
राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक ना मान्यो। हाइस्ट द पुराणस इरस्पोत राम द कुरान तेरस्पोत रहीम बनुत्स्त। या Sie sprechen auf verschiedensten Wegen über dich, jedoch glaube ich nicht an diese Lehren. Dann geht es weiter mit Simrit, Sastr, Ved, Sabah, Bahuped, Kahan, Ham, Ekna, Janio. Simrit sind die Simritis, die Hindu-Schriften. Sastr sind die Shastras, die Hindu, auch Hindu-Schriften. Ved sind die Veden, auch Hindu-Schriften. Und Sabai heißt alle. Baho heißt viele. Bed heißt Unterschiede. Kaha heißt sagen. Am heißt ich. Ek heißt eins. Na heißt nicht. Und Janio heißt verstehen, jedoch ist jemand befolgen gemeint. Also, Simrite Sastr Ved Sabha Baho Ped Kahan Ham Ek Na Janio. Die Simritis, die Shastras und die Veden, sie alle beschreiben mehrere oder verschiedene Lehren, Praktiken, aber ich befolge diese nicht. Und dann Sri Asipan Kripatumri Kale Mana Kahyo Sab Tohe Bakhanio. Sri heißt Größter, Asepan heißt Schwerthaltender, ja, oder der das Schwert in der Hand hält, und Kripa heißt Gnade, Tumri heißt Deine, Kare heißt Macht oder Tat, Mä heißt Mir, Na heißt Nicht, Kaheo heißt Sprach, Sab heißt alles. Tohe heißt du und Bakanyo heißt Sprach. Also Sri Asipan Kripa Tumri Kare Mana Kaheo Sab Tohe Bakanyo. O du Schwerthaltender, nur durch dein Segen wurde diese Bani offenbart. Ich habe nichts geäußert. Liebes Sangatji, heute behandeln wir den Dohra von Chaupai Sahib, und das ist der letzte Abschnitt der Serie, und damit wäre auch die ganze Serie vervollständigt, und wir beginnen auch erstmal direkt mit dem Dohra. Dohra ist eine Form einer Strophe mit zwei Zeilen, und sie beginnt hier mit Sagala Dohar ko chhad ke gahyo toharo dohar. Sagal heißt alle, Dwar heißt Türen, Go heißt zu, Chadke heißt verlassen, Gaheo heißt festgehalten, Doharo heißt deine und Dwar heißt Tür. Also, Sagal Dwar ko Chadke Gaheo Toharo Dwar heißt, ich habe alle anderen Türen verlassen und habe nur deine Tür ergriffen. Bahe gahe ki laj as Gobind Das Dohar. Bahe heißt arm. Gahe heißt festgehalten. Ki heißt von. Laj ist die Ehre. As heißt ist. Gobind, damit ist das Shri Guru Gobind Singh Sahib Ji Maharaj. Das heißt Diener und Tohar heißt dein. Also Bahe gahe ki laj as Gobind Das Tohar. Du hast meinen Arm festgehalten, also du hast meine Ehre geschützt, und ich bin dein Diener. Damit wären wir auch schon beim Ende von Chaupai Sahib. Wir möchten allen danken, die seit Anfang an dabei waren, und danke, dass ihr dabei wart, die Videos geschaut habt, und wir hoffen, es hat einen Mehrwert mit sich gebracht, und möge mal
halt jetzt einfach in Zukunft noch mehr unterstützen soll, dass wir in Zukunft alle gemeinsam noch weitermachen können. Nun werden wir die Bani singen und bitte konzentriert euch dabei auf die Bedeutung, auf die Interpretation, die wir heute erarbeitet haben. Yo, bei Sambat satraha sahas panijja arda sahas pon tine kahijja Padrav sudhi astmira vevara tiras tudrav granth sudara Svaya Maangahe jab te tumre Tab te ko aankh tare nahi aanyo Rama Rahim Puran Quran Anek kahen mat ek na maanyo सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जानियो श्री असे पान कृपा तुमरी करे मैं न कहियो सब तो है बखानियो दोहरा सगल द्वार पाओ छाड़े के गहो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार वाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहारो द्वार वाह गहे की लाज अस गोविंद दास तोहा Nun werden wir die Bani erneut singen, aber diesmal konzentriert euch auf die Stimme. Und wenn die Gedanken irgendwo wegschweifen, wenn der Geist wegschweift, dann bringt ihn mit Liebe zurück zur Stimme. संबत सत्रह सहस पणिज अर्द सहस फोन तीन कहिज भाद्रव सुदी अष्टमीरा व्यवारा तीरस तुद्रव ग्रंथ सुधारा सवैया आएंगे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आनियो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहें मत एक न मानियो सिमरित शास्त्र वेद सब बहु भेद कहें हम एक न जानियो श्री असे पान कृपा तुमरी करे मैं न कहियो सब तो है बखानियो दोहरा सगल द्वार पाओ छाड़े के गहो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार
दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार बाह गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। Nehmt euch jetzt 20 bis 25 Minuten Zeit und schreibt auf, was diese Bankdienen, die wir heute erarbeitet haben, in diesem Video, was sie euch in eurem Leben bedeuten und auch gerade in der Situation, im Lebensabschnitt, wo ihr gerade seid, was sie für euch selbst persönlich bedeuten. Vahegurji ka khalasa, Vahegurji ki fateh.